Hallo und herzlich willkommen zur Doppelfolge am Sonntag. So, meine Lieben, wir machen hier gleich weiter. Ah, schön, schön. Ah, sehr gut. Also, ein kleines Geländer brauchen wir. Und zwar da. Brüstung hier. So, da, nein, da, dann da vorne, wobei, da bin ich mir, nein, da bin ich mir sicher, da wollen wir nicht runterstürzen, Brüstung, hier, yeah, so, und da, machen wir eine ganze, ich bin mir nur nicht sicher, ob wir, weil man könnte hier das als Fluchtweg benutzen, Fluchtweg, so, na dann, die erste Brüstung, oder, ich glaube, es ist die erste Brüstung im Spiel, die wir bauen. Ach ja, warum nicht? So, es ist zwar Sonntag, aber es ist Winter und im Winter, ja, holen wir. Wir müssen uns mit den Dörfern ein wenig Zeit lassen. Da fehlt noch einer. Gut, den werden wir hinkriegen. So, bam. Würde mich ja echt interessieren, wie weit der läuft. Warum läuft der so weit? Bis der wieder zurück ist. Wir haben Zeit bis morgen. So. So, dann haben wir hier Lehm. 1, 2, 3, 4, 5. Sand. 1, 2, 3, 4, 5. So. Mischen. So. Fertig, super. So, dann kommt da Zement für die nächste Fuhre zur Traderin. Gleich mal da rein. Wunderbar. Vielleicht helfen wir ihm ein bisschen. Vielleicht ist das sein Problem. So. Und vielleicht hätten wir die Tür zulassen sollen. So, weil der muss ja nicht so ewig weit laufen. Gar nicht notwendig. Oh, das sind zwei. Nö, waren nicht zwei. Ach ja. Ach, für Steine läuft er so weit. Ja, das ist gut. Da ist er bereit. Ich dachte, fürs Holz läuft er. So. Ja, für Steine kann er weit laufen. So, doch ein bisschen abseits vom kleinen Bäumchen hier. So, die Pfach, wir nehmen alles mit. So, dann ab zurück in the base. To the base, to the base. So, den stellen wir daher. Leeren ihn aber trotzdem noch aus. Auf einen Haufen. Sehr gut. So, und jetzt machen wir zu der Tür. Zu der Tür, zu der Tür. Da hinten wieder. Auf die Holzspikes auch noch. Oh, ist das gemein. Was ist das? Ist der Schatten von ihm? Man sieht die Sonne gar nicht. Ah ja. So.
Bringen wir mal zurück, was wir da haben. Nämlich Fasern. Rinde. Oh, ja, na klar. Und Nägel. So. Rinde. Ja, da ist noch alles drin. Super. Oh, okay. Zünden wir das mal alles an. Einfach nur, weil ich es kann. So. Das muss laufen, das muss laufen. Wir brauchen viel mehr Steinchen. So, das ist schon mal gut. Was er da macht, der gute Mike. Moment. So, ja, Steinchen kann er ja jetzt holen. Viele. Wenn er mag. Wenn er nicht mag, muss er sie auch holen. So. Schnell raus hier. Mit der Geschwindigkeit erwischt uns jeder Skorpion. Super. So, da ist alles angezündet. Wir haben hier alles dabei. Ich überlege gerade. Trinken, Fleisch könnte man auch schon essen. Ah, sehr gut. So, ganz kurzer Moment. Bin ich wieder? Ja, verzeiht. Der gute Jack. Der gute Jack. So, Kater. Zwei Katzen, ein Kater. So. Verwirrt. Rauf wollte ich eigentlich. So, zuerst das Löschen hier. So. So, das Blei lassen wir da, das Stahl lassen wir auch da. Und das Alu würde ich schon raufbringen. Sehr gut. Ja, schon langsam wächst unser Bleivorrat wieder. Und der Stahlvorrat. Aber ja, das ist natürlich zu wenig. Wir brauchen viel mehr. So. Und da sind wir. Da läuft der Mike wieder irgendwo hin. So, Kobalt brauchen wir auch wieder eine ganze Menge, aber für den Moment wird es wohl so auch reichen. So ein paar Brettchen. So, weil da müssen wir immer ein paar Kistchen bauen. Weil, so, ne, da können wir nicht draufstehen. Können wir auf dem draufstehen? Ja, auf dem können wir draufstehen. Das ist gut. So, platzierbar NPC-Gebäudekiste. Die gute Kiste, das gute NPC-Gebäude. Ist das gerade? Ja, wir fangen da an. Das geht so gar nicht. Das geht so gar nicht. So.
platzieren im PC-Gebäude. Ich hoffe, jetzt kommt keiner. So. Oh komm, ist das Visier. Na gut. Da müssen wir später umschlichten. Weil das ist ja... Das ist ja ganz schlimm hier. Das hier, der Überhang. Okay, mehr Brettchen. Sehr schön. Ich habe es genau umgekehrt reingestellt. Naja. Naja. Macht nichts. Doch, das sieht schlecht aus. Naja. So, platzierbar im PC-Gebäude. So. Noch mehr Holz. Wie der Mike gleich läuft, kaum ist mehr Platz da, ist er schon am Laufen, der Gute. So. Dann nehmen wir mal die da. Hallo Mike. So. Super. So. Dann nehmen wir mal die Brettchen hier, wobei die könnten wir auch unten reinlagern. Die Brettchen. Glaube ich zumindest. So. Haben wir da auch genug Biotreibstoff noch? Halbieren, halbieren, halbieren. So, ich denke, genau mit 2 passt's gut. Und hier auch mit 2 passt's gut. So. Habe La Lame auch gleich mitgenommen. Mehr Platz in Mikes Räumen geschaffen. Moment, das müssen wir so angehen. Yeah. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. Bald ist wieder Ausflugszeit, meine Lieben. So. Da kommt auch noch ein bisschen Holz ein, damit wir wieder ein bisschen da gelagert haben. So, ja, das ist gut, aber wir holen hier aus der Hölle auch die Steine. Super. So. Ich will die da drinnen auch stehen lassen und will die noch nicht nach oben packen. Die Kisten, die leeren. Falls wir da herinnen einmal so einen Überschuss haben, so einen extremen Überlauf. Später, später, noch nicht jetzt. Dann habe ich hier immerhin eine Kiste mit euch vorbereitet. 3 Kisten vorbereitet, wo das alles gut rumlaufen kann. So. Rum, rum, rum. Ja, ist doch super. 500 mehr Eingang als Ausgang. Ich freue mich. So, wir schauen nochmal, was wir für die Ölpumpe jetzt brauchen. Nö, wenn die Ölpumpe. Da kommen wir da hin? Nein. Wo kommen wir zur Ölpumpe? Also Ölpumpe, die. Da ist das, oder? Ne. Ich glaube, das ist oben vom Dachboden aus. Natürlich. So. Mechanik 20, Eisenbahn 50, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Dann müssen wir mal Eisen schmelzen vielleicht. Dann kommen wir vielleicht hin. So, nehmen das. Wobei, wir haben gesagt, wir wollen zuerst mal aufwerten, die ganzen Spikes. Und ich glaube,
Das ist auch sinnvoller. Ja, das ist sinnvoller. So, das packen wir da rein. Und wenn die Kiste voll ist, machen wir einen Aufwert-Run. So, ist da noch? Jawohl, da ist auch noch. Ich glaube, wir können einen Aufwert-Run machen. Super. Sehr gut. So. Dann nehmen wir die mit. Und wir laufen rüber zu unserem grünen Häuschen. Jawohl. So, Eisenspitzenfalle, Eisenspitzenfalle. Einer noch. So. Oh, einer noch. So, einmal kurz rumlaufen. Okay, da ist schon. Da fehlt es dann. Ja, die können wir aufwerten oder auch nicht. Ja, würde ich schon. Ich würde die auch so stehen lassen. Einfach so, als Erinnerung. So, na dann. Die Aufwertungskiste wieder wegräumen. So, die lassen wir da wieder drinnen stehen. Dann mal kurz in die Höhle mit euch. Ui, sehr cool. Also ich bin noch immer überzeugt, dass das mehr bringt. Ja, jetzt liegt der Fokus natürlich auf Alu, aber... Ich hätte schon gern auch mehr Ressourcen. Naja, von der Menge her insgesamt. Ne? Naja, so, da haben wir nichts drin, nichts drin, nichts drin, nichts drin, nichts drin. Super. So, das sind Batteries. Battery, Battery. Haben wir Elektrik? Naja, doch eher wenig. Oh, es schneit wieder. Schön. Schön. So, eine kleine Runde noch rein. Blei holen. Das kann generell nicht schaden. So. In der Hoffnung... keinen kleinen giftigen Tieren zu begegnen. Bin schon gespannt, wann wir endlich das Tor fertig kriegen, weil das steht ja offenbar bei unserer Prioritätenliste ganz, ganz hinten. Das zweite. Naja, wir haben das erste Tor, das relativ gut ist. So. Ich glaube, ich werde alle umstellen. Wir kriegen hier auch Alu. Das ist super. Vom Gewicht her fast perfekt. Besser getimt wäre es nicht möglich. So, super. Dann der Rhein. So soll es sein. Wir machen uns noch ein bisschen aus Stahl. Yeah. Sehr gut. So. Wunderbar.
So, unsere Öfen füllen wir jetzt auf. Ja, aber das ist Verschwendung. Ja. Ja. Alles gut. So. Bam. Sehr cool. So, hier nachfüllen, weil ich glaube, oh ja, da können wir schon wieder. Da können wir schon wieder. So, dann nehme ich mal das hier. So, hier 6 Stück. Bam. Und hier 6 Stück. Bam. Yeah. So, dann füllen wir danach. Da passt schon wieder einer rein. Da können wir ja sowieso keinen Biomüll reinfüllen. Da geht ja ohnehin nur Öl. So, eins, zwei. Die benutzen wir auch öfter. So, dann haben wir das Öl, das liegt da hier. Und schau mal rein, wie der Mike gewurstelt hat. Aha, ich glaube, der hat noch Kapazitäten frei. So. Ja, alles dreht sich, alles bewegt sich, alles läuft, alles ist gut. So, und ich bin am Überlegen, ob wir noch eine Batterie dazustellen. Ups. Sowas von Mike, so Mike-ig. So, von der Uhr her ist alles in Ordnung. Ja, kurzer Blick immer. So. Na. Oh, super. Und jetzt bitte die Horde. So. Ausgezeichnet. So. Öl. Yeah. Wobei wir könnten uns ein bisschen Plastik auch schon machen. Öl und Rinde. So. Machen wir uns ein bisschen Plastik. Schauen wir mal, wie viel rauskommt hier. So, wir brauchen Plastik. Nö, das wird hier sein, oder? Nö, hier. Jawohl, so ist gut. So ist's gut. So. Nein. Öl. Öl 2. Plastik hier. Wobei, ohne Kobalt und Kupfer werden wir kaum Plastik weiterbauen können. Also weiterbauen. So. Ja, das ist gut. So, dann schauen wir da rein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ziegel haben wir auch schon lange keine mehr gemacht, weil wir eigentlich für die Zementmischer den ganzen Lehm brauchen. Naja. Dafür betonieren wir im Moment recht wenig. Ja, könnte man auch mal machen. Bisschen betonieren. Kann auch nicht schaden. So, aber erst wenn die Kiste beim ATV voll ist. So. Wunderbar. Passt doch so. Jawohl. So, und wenn ich da jetzt reinschaue, ist das eine große Freude. Wir haben einen Stein. Das ist. Oh, noch ein Stein. Oh yeah. Ja, Kobalt ist gut. Kupfer ist auch gut. Jawohl, ein Stein. Und Alu. Super. Ja, und schon bin ich wieder anderer Meinung. Naja. So. Nein, ich glaube, ist ganz gut, wenn wir die jetzt normal laufen lassen mal. Lass mal normal laufen. So. Da haben wir den, da haben wir den. Mike? Jetzt droppt er die nicht mehr durch den Berg, sondern einfach so. Da sind eh keine drin. Die haben wir alle rausgenommen. Jawohl. So.
Super. Sehr gut. So, zum Thema Verbesserungen. Dann würde ich die rausnehmen und hier, damit wir dann wieder einen Verbesserungsrun machen können. Ja, wir haben ohnehin zu wenig jetzt. Also vom Eisen, dass man noch einen Extraktor in der Wüste könnte man noch einen aufstellen. Ja, könnten. So, was wir aber machen können, ist ein bisschen, das ist ein bisschen viel. So, ein bisschen Ziegel mitnehmen. Jawohl. Nein. So. Aha. Und da sind wir schon wieder durch. So viele Ziegel und alles erledigt. Super. So. Also mal schauen, dass wir uns nicht auf die Nase legen hier. So. Das hier nehmen. Das hier nehmen. Das hier nehmen. Nehmen. Und nehmen. Die sind alle voll, das ist gut. Oh, machen wir uns doch 20 für einen weiteren Extraktor vielleicht. Oder für ein paar Mechanikteile. So, anzünden, das machen wir noch in der heutigen Folge, dass wir das verwursten. So. Sehr schön. Und den Rest füllen wir ins Verbesserungskistel. Wunderbar. So, ein paar Bommel holen. Kohle brauchen wir diesmal keine holen. So. Und herrlich. Komm, Pilze könnten wir holen. Ja, ich will nur einmal kurz durchlaufen. Vielleicht 2, 3, 40 Blei. Das wäre schön. So. Bevor die Skorpione wieder zuschlagen. Na bitte. Da ist gar nichts drin. Da ist auch nichts drin. Super. So, das legen wir... Nein, das legen wir da ein. Hier. Dann haben wir hier. 1, 2. Bam. Da haben wir ja ein bisschen. Das können wir dann später gemeinsam verheizen. Sehr gut. So, da haben wir angefangen. Aber die werden zuerst fertig. Fertig. So, geht schon? Bam. Jawohl. Dann sind die fertig. Dann machen wir auch hier. Bam. Die packen wir mal vorerst da rein. Dann ist ein Regal voll. So. Und so. So. Kopfer, da haben wir ein bisschen Kobalt, ein bisschen ist gut, ein Stück, naja, da, das ist auch voll, da haben wir 2 davon und jetzt halt die Frage, ins Windrad und da würde ich schon eher dazu tendieren, ins Windrad, eine Batterie würde ich gerne noch bauen, ganz ehrlich gesagt, wenn wir das hinkriegen, bin ich glücklich, naja, macht dich wirklich eine Batterie glücklich? Weiß es nicht, ich weiß es nicht. So. Ja, weil da fehlt uns auch Kobalt, Blei und so. Oh, wir bringen Blei mal rauf. Ich hole noch Blei. Aber das brauchen wir für die eine Batterie. Die eine Batterie. Eine einzige Batterie. So. Die werden wir jetzt hier einplatzieren. Strom, Batterie.
Battery, Battery, so, na, aber bevor wir die da reinstellen, würde ich die tatsächlich neben den Batterieraum stellen hier. So, was brauchen wir? 5 Blei, 4 Alu. Super, auch kein Alu. Aber 5 Blei. Mhm. So, 5 Blei ist drin. 4 Kupfer, das haben wir. 4 Kupfer haben wir. Dann brauchen wir 4 Alu, haben wir nicht. Und 5 Elektrik, das haben wir auch nicht. Elektrik. Aber wir haben 3. Dann packen wir das da mal rein. So, wir schauen mal. Super. Ja, ist tatsächlich vielleicht ganz praktisch, wenn wir noch eine Batterie aufbauen für die Spitzen, die wir dann abfangen. Ich glaube, das wäre gut. So. Ja, dann werden wir morgen in der Folge die Batterie... Ach ja. So, zumachen. Der Raum der Schande. Vorbei. Vielleicht kriegen wir noch 4 Alu hin. Oh, guck her. So, Kohle lassen wir wieder liegen. Da ist nichts. Und... So. Ja, auf die Frage, warum 3 Katzen? Interimsmäßig. Interimsmäßig. Ah. So. So, Kupfer ist auch gut. Eisen bräuchte ich ja. Kobalt, super. Steinchen, ja. Brauchen wir immer wieder. Immer wieder gern genommen. So, und den hier. Mhm. So. Passt so. Lame. Bam. Na, haben wir das gar nicht reingegeben, das Lime? Manchmal habe ich das Gefühl, die rechte Maustaste will nicht ganz so, wie wir wollen. So, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Blei. Da legen wir Stahl dazu, das passt immer ganz gut zum Blei. Wegen des Farbunterschiedes. Richtig. So. War das? Machen wir da noch. Oh, cool. Wenn wir schon da sind. So, ich hoffe, ich vergesse nicht, hier jetzt rausschneiden. Das Thema mit der Katze. Super. So, dann machen wir uns noch 2 Stahl. Yeah. So, da ist noch Platz für 2 Stahl. Wunderbar. Dann lege ich die da. Nein. Ja, die legen wir da auch gleich ein. So. Und er hier. So. Zünden wir schon an? Nein, das machen wir in der nächsten Folge. So, wie viele Plätze müssen da belegt werden? 6 Stück. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. So, super. Könnte man alles jetzt noch machen. Aber, meine Lieben, ich glaube, wir sind am Ende der Folge angelangt. Und? Läuft doch. Läuft doch. So, lass mich mal wieder aufstellen. Also, ich bin echt zufrieden. Ich bin zufrieden, meine Lieben. Ah, schön langsam kommen wir da auch in die Aufwertung rein. Ja,
Das ist super. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns wieder morgen 10:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.